So, jetzt haben wir das Ding auch gleich an. Viel Glück. Das ist ein Helm. Auch irgendwas zu Gib auf warten. dich acht. Ja, die warten nicht weiter. So. Helm natürlich, das machen wir natürlich auch mit auf. Gehört natürlich dazu. Uff. So. Genau. Waffe. Und zwar jenen. So, und da brauchen wir Axtkampf. So, also werden wir uns in der Dings drauf. Ach ne, wir hatten uns Axt angeboten. Wir hatten uns Axt. Ach, genau, Banditenlager da. Da, was haben wir überhaupt an Dings hier an? Ich überlege gerade. Axtkampf. Ah, brauchen wir noch. Und wie viel haben wir? Ach, 8 Schlammpunkte. Was? Ja. Also auf ins Banditenlager. Ja, wo ist denn das denn wieder? Auf die Stadt eben Banditenlager. Da hat man doch diesen Ork, der kann ins Axtkampf noch 3 beibringen. Haben wir noch ein bisschen Lebensenergie. Den Rest geben wir noch in Lebensenergie auf, die restlichen 5er. Ich muss mich überlegen. Ach ne, in Mana. So, komm mal her, mein Digga. Ich will Axtkampf lernen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Du bist langsam. Du musst schneller schlagen. Wie mache ich das? Sei wütend wie ein Oger. Da bist du schnell. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Jetzt verrate ich dir Ogergeheimnis. Da bin ich aber gespannt. Menschen sind schlau und schnell. Sie wollen immer Waffe zur Seite schlagen. Und? Wenn der Feind das tut, haust du einfach gegen seine Waffe und dann auf seinen Kopf. Danke für den Tipp. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Du bist fast schon ein Oger. Moment mal. Das ist gut. Du bist stark genug, um viele Schläge zu machen. Du meinst Kombinationen zu schlagen? Ja, aber du musst alle Schläge verwenden, sonst kannst du nur weniger viele Schläge machen. Gut, Sache erledigt. Wird der uns noch irgendwas beibringen? Ach, zeig! Warum will ich es nicht sehen? Alchemie, Priestergrab, ach du hast recht. Du hast recht, dieser Tempel ist ein Priestergrab. Deinen Worten nach zu urteilen, warst du bereits unten. Ja. Ja, und das mit der schwarzen Magie war gar nicht so falsch. Ich freue mich, dass du diese Prüfung unbeschadet überstanden hast. Doch die größte Herausforderung wartet noch auf dich. Hier, nimm diese Gabe von mir. Ich hoffe, ich kann dir damit helfen. Danke. Kehre wohlbehalten aus dem Vulkan wieder zurück. Meine besten Wünsche begleiten dich. Ende. So. Gucken wir, da muss ich ihn noch mal ein bisschen beim Arschwackeln zu. Ja, diese Stelle muss ich kurz schlüpfen. So, weiter geht's mit Gebrüll. Machen wir hier speichern. Ja, wir haben noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Aha, Seelendrinker schmieden. Hey. Lass mich mal an deinen Amboss, also. Ach nee, Quatsch, erst müssen wir an diese. Ach, geh mal weg, wenn ihr feuert, du Ochse. Ich will da jetzt dran. Komm, Oskar. Mach mal ein bisschen hin, Arsch.
Oh, das hab ich gefressen wie ein Pfund Schmierseife. Da stehst du wie so ein Bescheuerter vor diesen Vollidioten. Du wäschst du mal zusammen. Bastardschwert, Zweihandschwert. Du musst nicht sie auch Seelentrinker. Seelentrinker soll man auch schnell schmieden. Die Götter haben uns verlassen. Ey, ich bin euer neuer Gott. Soll ich so weisen? Da ist er selbst schuld. Ja, normalerweise könnte man jetzt hier seine Stufe noch um einiges erhöhen, wenn man alles umnietet, was hier noch auf der Insel sich bewegt, inklusive Banditen und dem Ausrotten der Hafenstadt. Aber uns geht es ja jetzt nicht um irgendwelche blöden Stufenerhöhungen. Wir wollen das Spiel, das Let's Play hier durchziehen. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Komm, geh weg jetzt. Jochen, Mann, wie lange brauchst du, um das Ding rumzuhacken? So, Seelentrinker. Wasserbohr. Ja, weil er in der Schmiede, weil er in der Waffenschmiede plus ein Ding oder vielleicht kann man ausdrücken. Oh, was war das? Hä? Wie komme ich jetzt hier rauf? Na, ich glaub's ja wohl nicht. Ich bin zur Tür reingegangen und immer stehe ich auf dem Dach. Was war das denn? Das ist nur nicht passiert. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Ja. Alles Neues, was nicht in der Mache fest ist. Mindestens bei euch Idioten hier. Fertig. So, Seelenträger haben wir also auch geschmiedet. Können wir mal gucken, wie gut er ist. Berserkerschwert, scharfer Seelenträger. Ne, warte mal, doch Seelenträger, das war er hier. Ach, 75. So, wie viel haben wir? 219. Haben wir also 220 Echsen wären es gewesen. So. Hatten wir nicht auch irgendwie ein Schild gehabt? Wir hatten doch auch irgendwie. Na genau, total ein Schild. Ich habe hier dieses blöde Schild noch um. Noch irgendwas, was wir hier sind. Ringe haben wir die zwei dran. Amulett. Ja, das macht eigentlich einen guten. Was ist denn das hier? Schutz vor Feuer. Okay. So, ich wollte jetzt noch gucken, sehen Sie. Teleportsteine. Was? Berichtet den Druiden über den Tempel. Das Ganze die Tonne klopfen. Hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir nichts mehr. Also sind bloß noch die zwei. Die Druiden haben wir ja berichtet. Keine Ahnung, wie sieht das Ding bis zuletzt hier bleibt. Egal. Auf in die Vulkanfestung. So. Ne, das will ich jetzt nicht haben. Ich wollte mal das hier haben. Idioten rum, die immer mit Dings kalt machen. Ach, ein Dings müssen wir ja auch noch blätten. Genau. In Mendoza diesen Arsch. Lippa. Ah, ich wusste doch, hier sind noch ein paar. Denn die haben immer noch den Befehl, uns zu killen, gell? Die Ordenskrieger. Das waren die, die hier noch wach gestanden haben. Du hast keine Chance gegen uns. Ja.
Mann, jetzt sind die mal in die Ohrstöße. Ach, da Esch. Esch. Genau. Esch. War nicht, die Mist hier noch mit. Interessiert mich keinen mehr.